städtische Kaufhaus am Neumarkt in Leipzig. Kulturgeschichtlich und auch wirtschaftshistorisch betrachtet gehört es zu den wohl bedeutendsten Gebäuden der Stadt. Wenn man sich den Gebäudekomplex von der Reichsstraße anschaut, dann wird man feststellen, dass wir scheinbar es mit einer kleinen Nachlässigkeit der Architektenschaft zu tun haben. Der große Baukörper, der scheinbar monolithisch wirkt, ist farblich unterschiedlich gefasst. Das ist aber keine Nachlässigkeit der Architekten, sondern begründet und ist ein Verweis darauf, dass aus dem Gebäude, welches heute sich in dieser Form uns präsentiert, seinen Ausgangspunkt hatte in einem Gebäude barocken Ursprungs neben uns in dem alten Leipziger Gewandhaus. Die weltweit bekannte Gewandhaustradition, für die Leipzig steht, hatte hier ihren Ausgangspunkt. Ausgangs des 19. Jahrhunderts wird der gesamte Komplex umgebaut. Und es entwickelt sich hier im städtischen Kaufhaus eine ganz neue Messeform, die Mustermesse. Der Grund? Die traditionsreiche Warenmesse befand sich in einer tiefen internationalen Krise. Messen ist dazu durchgeführt als Warenmessen. Kaufleute bringen 2-3 Mal im Jahr all das, was sie zu handeln haben, zu den Messeplätzen weltweit, werden plötzlich zu aller Überraschung nicht mehr angenommen. Ein allgemeines Nachdenken über Ursachen setzt ein. Es dauert lange. Mehrere Jahrzehnte, bis 1895 eine Einladung der Leipziger Kaufmannschaft die Revolution herbeiführt. 1895, an dieser Stelle kommen Kaufleute aus aller Herren Länder wieder hierher, aber diesmal sollen sie nur ein Muster mitbringen, nicht alles, was sie zu handeln haben. Und dieses eine Muster kann auch nicht sofort gekauft werden, sondern bei Interesse erfolgt der Erwerb nach Vertragsabschluss und anschließender Lieferung. Damit wird im städtischen Kaufhaus ein Messetypus kreiert, der das Messegeschehen seitdem weltweit bestimmen soll. Und ohne diesen Herrn wäre alles nichts. Kaiser Maximilian I., der Leipzig 1497 zum ersten Mal mit dem Messeprivileg privilegierte, 10 Jahre später es noch einmal tat, begründete die Monopolstellung der Leipziger Messe im mitteldeutschen Raum und später weit darüber hinaus. In Würdigung des 400. Jahrestages dieses Ereignisses wird in den Neubaukomplex des städtischen Kaufhauses die von Karl Seffner geschaffene Bronzefigur 1897 integriert. Unweit davon, nur wenige Meter um die Ecke, sind wir hier am Stenzlershof, einem von dem in der Folge mehr als 2 Dutzend entstehenden Messepalästen. Denn Leipzig praktiziert etwas, was weltweit kein zweites Mal praktiziert wird. Es entsteht ein neuer Bautypus für die Mustermesse, der nur in dieser Stadt anzutreffen ist. Bauherr und Architekt zugleich, eine glückliche Symbiose, wie sich herausstellen sollte, Leopold Stenzler, der hier in den schwierigen Kriegsjahren von 1914 bis 1916 Stenzlers Hof errichtet, ein Messehaus für Papierwaren, aber auch Spielwaren. Leopold Stenzler errichtet mit seinem Messepalast in den Jahren von 1914 bis 16 einem der grundtypischen Baulichkeiten jener Zeit. Dadurch charakterisiert, dass Passagen, Durchgänge in das Gebäude zusätzlich hineinführen, im Innern in eine Hofsituation münden und von dort mit einer zweiten Passage, mit einem Durchgang wieder hinausgeführt werden in die städtische Infrastruktur bzw. in das benachbart gelegene Messeareal. Im Innern sehen wir im Hintergrund einen barocken Kastenerker vom Vorgängergebäude zum Goldenen Hirsch, auf den der damalige Verein für Stadtgeschichte großen Wert legte. Und Stenzler kam dem Wunsch des Vereines nach und integrierte das Bauwerk, den Balkon im Innern. Baukünstlerisch sollte sich die Tatsache, dass Stenzler sowohl der Architekt als auch der Bauherr war, als außerordentlich segensreich erweisen. Die Keramikfliesen im Treppenhaus zeigen Stenzlers Liebe zum Detail. Wie verbissen er um seine Interessen kämpfte, belegt der Briefwechsel, der heute noch in der Bauakte des Leipziger Bauordnungsamtes einzusehen ist. Er stemmte sich mit Vehemenz gegen Handläufe vor den Keramikarbeiten, die baukünstlerisch sehr, sehr schön durchgebildet waren, leider mit nicht allzu viel Erfolg. Große Diskussionen seinerzeit auch um die Höhe des Gebäudes belegten. Stenzler war ein Visionär, der es aber nicht nur wegen der schweren Kriegsjahre von 14 bis 16, sondern aufgrund auch der damaligen Bauvorschriften und der Nachbarschaft in Leipzig nicht einfach hatte. Nicht zuletzt deshalb hat Stenzler in Leipzig deutliche Fußspuren hinterlassen. Auch der Dresdner Hof am Neumarkt trägt seine Handschrift. Leipzig, die Passagenstadt. Hier passiert Leipzig.
Musik.